So, und da sind wir wieder hier zurück im Wassertempel. Und Anni ist immer noch verschollen. Natürlich bin ich noch verschollen. Das muss ja eine große Aufgabe sein, mich zu finden. Das kennen wir nicht anders. Ich habe schon wieder den Namen von der jungen Dame hier vergessen. Ich weiß aber inzwischen, dass sie früher Aquaria hieß. Stimmt, wir nennen sie einfach Aquaria. Irgendwas mit Ralka oder so ist sie doch, oder jetzt hier so im Spiel. Ralaika? Badalaika. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist ja egal. Früher hieß sie Aquaria, die junge Dame. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall in Richtung Pandora. Ja, ins Königreich. Ich will die ganze Zeit Pandora sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Man ist so ein bisschen vorbelastet, ne? In Richtung Pandora. Und wir müssen natürlich noch Anni finden. Ich glaube nämlich, hier unten, da war ja so dieser Trupp Soldaten und der Obermacker da, der hieß, früher zumindest, hieß der Hagen, der junge Mann. Moin, Hagen. Und das ist eigentlich der Freund von Anni. Beziehungsweise von dem Charakter, den Anni dann spielen wird. Es wäre schon komisch, wenn das mein Freund wäre. So, die Frage ist natürlich, können wir jetzt hier drüben reingehen? Weil ich glaube, die sind nämlich hier reingegangen. Ach, der Teleporter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt weiterkommen. Oh, das sind das die war kleinen damals, niedlichen... Ja, das war damals ziemlich schwer. Ach nee, wir brauchen hier eine Peitsche. Okay, dann... Ja, da kommen wir noch nicht lang. Oh, Alter, die sind aber echt hart. Ja, das sind die Bogenschützen, die damals nicht so viel Schaden gemacht haben, ne? Mhm. Naja, alles wird halt so. Mal schwerer. Okay, in Richtung Pandora... Können wir Anni suchen. Die Büchse der Pandora, sag ich dann nur. Können wir da Mario zugucken, wie er hier die kleinen armen Pflanzen verprügelt. Armen sind die ganz sicher nicht, denn die aber wollen klein. Uns ans Leder. So, so die Brutalen. Sie, hallo, die sind fast so groß wie ich, also ja, bitte du bist dich. Ja auch ein Zwerg. Hallo, bitte? Was? Mit 1,30 bin ich riesig. Sehr schön. Oh, die kleinen lustigen Pilzmenschen. Ich bin gerade überlegen, warum hast du eigentlich nicht deinen Speer in der Hand? Na, darum. Darum ist... Wie rum ich wollte darum? Halt jetzt einfach erstmal mein Schwert hier leveln. Naja, mach mal. So. Müssten wir ja gleich da sein, ne? Ja. Stufe 4. Yeah, 79 Lebenspunkte schon, Mensch. Da geht ja richtig ab hier, Freunde. Mhm. So, Heilkröte. Das ging ja, Vergiftung und so ein Kram, glaube ich. Wie du dich einfach nur so schön im Kreis drehst. Ja. Das kannst du. Mhm. Da oben sitzt Anni. Ach nee, noch nicht. Fast. Sieht fast genauso aus. Ja, ja. Jeden Morgen aufs Neue. Bis auf die Frisur. Ja, ja. Die ist früh morgens immer total zerstört. Was? Die ist regelmäßig total zerstört. So muss das sein. Hallo, bist du eigentlich mal tot hier, sag mal, Freundchen? Ja, der ist ganz schön ausdauernd. Ja, boom. So. So, jetzt rüber da. Komm, geh weg hier. Bevor du deine Pilzspore, die überall dagegen verteilst, Freundchen. Genau, schön alle auf dem Haufen sammeln hier. Wo du gerade sagst, Pilzsporen, ich habe letztens gelesen, dass jetzt das Geheimnis gelüftet wurde, ob von dem Toad von Super Mario ja. Quasi das, also ob das ein Hut ist oder quasi zu seinem Kopf gehört, da diese Pilzkappe. Und es ist tatsächlich kein Hut, es ist sein Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es seinem Kopf gehört. Ja, aber es war ein Rätsel. Ach, ich glaube, wenn, warte mal kurz. Oh, Customer. Ja, bitte, habe ich dich jetzt... Nee, ich wollte doch ganz gucken, weil ich nämlich gerade gesehen habe, hier am Anfang, der komische Wachsoldat, oder was das war, da, der hat... Ach nee, Quatsch, der hier, der hat nämlich nichts gesagt. Waren die nicht irgendwie verzaubert? Wir gehen erstmal ins Schloss. Ich glaube, wir müssen erstmal ins Schloss. Mhm. So, ich glaube, die reden nämlich alle nicht hier. Ja. Stimmt, doch. Guck mal, die redet. Die redet. Vielleicht war der verschweigt. Vielleicht war irgendwas, dass die nicht mehr reden konnten. Ja, vielleicht war das woanders. Es kann sein, dass das später noch irgendwann kam. Ja. Oder wir winken gerade total an Terranigma, wo dann die ganzen Figuren verwandelt waren und dann auch nicht mehr reden konnten, weil alle kann Stein auch sein. Waren. Ja, es gab nämlich auf jeden Fall noch ähnliche Spiele, nämlich Terranigma war eins davon geliebt. Und Secret of Evermore. Ja. Und das einzige von denen, was man aber zusammenspielen kann, ist halt Secret of Mana. Mhm. So, wir gehen erstmal hier hoch in Richtung Thronraum. Warum sprichst du die alle nicht an? Na, wir wollen in Richtung Thronraum. Siehst du da? Ja. Sag ich doch. Ja, das Ende ist nah. Aber wir sind doch schon auf dem Weg.
Das ist Annie. Hallo. Gott, hast du langes Haar. Ja. Wie in echt. Unbedingt. Ja, das könnte wirklich ich sein. Das ist eindeutig du. Ah, ja, ja richtig. Zack, einmal ins Gesicht, ey, weißt du. Ja, gleich mal zeigen, wo der Hammer hängt. Wo die Schelle hängt. Oder die Schelle. She's always been a handful. Wo ist denn der König, sag mal? What is the meaning of this, Sir Elman? What did you can forget about our previous arrangement? How dare you insult my family like this? Ist das nicht eigentlich unser Kumpel? Mit dem wir da über die Brücke Er sah zumindest ähnlich aus, ja, das stimmt wohl. She lost her mother when she was young. I suppose I never figured out how to be a proper father to her. I know it was hard for her growing up, but all I want is for her to settle down and be happy. That's why I arranged for her to marry a young nobleman. But now she tells me she's in love with a soldier. Ja, wo die Liebe hinfällt. She's always been a hand. She lost her mother when she ja, okay, das hat man gerade, der sagt also Neues. Na, dann können wir wieder raus. Ich weiß gar nicht, gibt's da noch einen Thron? Ich meine, da gibt's einen Thronsaal oder sowas hier. Na, dadurch. You're here. I suppose you've seen the state of the townspeople, yes? The witch Elenae appears to be draining people's life energy for some unknown purpose. Once their energy is spent, the people seem to congregate near the ruins in the southern part of town. I'm heading there now to assist the situation. You should go to Gaia's navel as fast as possible. Na, sprich mal den König an. What a nightmare. My people are acting like zombies, and I have no idea when the Empire might strike. My scouts say the troops I sent to fight the witch at Elman's suggestion were soundly defeated. Das klingt aber nicht so gut. What a nightmare. Tja, hätten sie mal irgendwie Profis schicken sollen, das wäre, glaube ich, nicht das Problem gewesen. Aber bist du hier, Fräulein? Unfortunately, this realm has problems on its own. It would be best if you took your leave of this country as soon as you can. Keiner will uns haben. Nee, irgendwie nicht. Ich muss noch mal ganz kurz was gucken. Ich muss, glaube ich, mal die Sprachausgabe noch ein bisschen lauter machen. Also die ist wirklich durch die Musik etwas leise. Ja. Oh, wahrscheinlich fliegen uns gleich die Ohren weg. Macht nichts. Die fliegen euch ja dann auch weg. Geteiltes Leid. Ja, man kann es ja nachjustieren, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen durch die Musik. Aber wobei, ja. Ich möchte die Musik halt auch nicht so leise machen, weil die gehört einfach zum Spiel dazu. Die sorgt halt für die Atmosphäre. So, das Problem ist, bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt schon direkt zu dem Zwerg gehen. Denn eigentlich müssen wir erst dich finden. Und ich glaube, wir müssen erstmal wieder hoch, da wo die Soldaten waren. Renne ich ja unten irgendwo rum. Ja, du rennst irgendwo verwirrt rum, ja. Das ist nichts Neues. Aber da trügt die Erinnerung tatsächlich doch nicht, denn man hat ja gehört, die Einwohner werden hier von irgendeiner Hexe verzaubert. Genau, und ihnen wird die Lebensenergie entzogen und sie benehmen sich wie Zombies. Klingt auch ein bisschen nach Annie, ich weiß auch nicht. Ja? Was? So, ja wie gesagt, also ich bin der Meinung, wir müssten, keine Ahnung. Wir können nach Süden gehen. Ja, nach Süden. Das war doch irgendwie. Zum Nabel. Gaias Nabel. Gaias Nabel. Aber die Frage ist, wir müssen dich erst finden. Wo ist denn jetzt hingerannt? Ja, vielleicht bin ich da auf dem Weg. Nee, du bist nicht auf dem Weg. Oder ich bin hier irgendwo in der Taverne. Du bist. Ja, toll, ey. Weißt du, wer die Kante geben? Nein, du bist doch hier zu deinem Typi gerannt, glaube ich. Mein Typi. Nein, der Hagen, der da oben. Hagen, war. Mein Kumpel. Ach nee, hier ist falsch, weil hier sind die Ruinen. Warte mal, oder vielleicht bist du da doch. Wir gucken mal ganz kurz. Das ist immer ein Versteckspiel mit Anni, das ist nichts Neues. Ja, vor allen Dingen, wenn ich dann selber nicht mehr weiß, wo ich bin. Ah, da stimmt, die haben also noch dumme ja. Masken auf, aber ja. Hier bist du nicht. Aber musste man die nicht trotzdem alle ansprechen? Nee, die sagen ja nichts, das kommt ja erst später. Hier sind wir noch falsch, da wollen wir nicht hin. Also müssen wir in Richtung Norden. Wie soll es noch anders sein?
Sie ist ja im Süden aus der Stadt raus, oder? Es gibt noch einen anderen Südausgang. Ist hier drüben? Ist das hier ein Ausgang? Gar kein Ausgang. Und du willst nicht nochmal in den Häusern nachgucken? Ja, ich kann halt reingehen, aber das Problem ist halt einfach... Du kommst gar nicht, doch. Doch. Ich bin nur an der Kante hängen geblieben, an der Kleinen. The master and his daughter are upstairs. Gut, dann gehen wir mal hoch. Hm. Ja, guck mal. Ne? Ja, guck mal in der Show. Prim. Dulak heißt er hier. Mann, der hieß Hagen. Ey, hallo. Einmal mal weggeschubst. Die hat mich runtergeschubst. Ey, das bist eindeutig du. Hört mal hier, Fräulein. My dad asked the king to put Dialog in harm's way. He's been sent to the witch's forest. Also ab zum Geisterwald, oder wie? Wo ist denn der Geisterwald? Na, da, wo wir gerade waren. Im Süden, nee, im Norden. Nein, da, wo die komischen Kobolde waren. Die ganze Zeit waren. Durchlaufen. Okay. Die Bogenschützen. Ah. Da, wo die Hexe, also beim Teleporter sozusagen. Mhm, ja. Ja, wie gesagt, früher hieß der Typ, den sie eigentlich liebt, hieß der halt Hagen und hier heißt er Dulak. Oder Dulak. Nah dran auf jeden Fall. Und Prim hieß die früher auch nicht. Ich weiß aber nicht, wie die hieß. Ich hab die mal umbenannt. Ich weiß nicht, wie ich die früher genannt hatte. Mach den doch mal ganz tot. Wir können jetzt einfach mal durchrennen, damit wir erstmal dich sammeln können, hier einsammeln können, damit du auch mal ein bisschen kämpfen kannst, ne? Ja. Guckst denn ja quasi. Ich sitze ja immer noch total unbeteiligt hier rum. Ja, wie immer. Nein. Anni macht das nur, stimmt so. Anni nicht. Ist für den guten Eindruck da. Ja, reicht doch. Aber nicht. Ich guck zu, wie du hier spielst. Das finde ich ganz schön. Super daneben. Ja, da hilft's nicht mal, dass man jetzt 360-Grad-Schläge machen kann, ne? Wenn du trotzdem nicht triffst. Ich kann in alle Richtungen daneben schlagen. Da kann auch nicht jeder, sag mal. Ja, stimmt. So, das war doch hier hoch, ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob es da lang war oder ob man eigentlich nicht bei diesem kleinen... Nee, nein. Ich glaube, bei dem kleinen Typen auf den Kopf springen, damit man da hochkommt, nein. Oder nicht? Nein. Wir müssen Richtung Wassertempel und da ist ja Hexen-Goblin-Gebiet. Ja, dann ist es, glaube ich, richtig. Genau, jetzt ist hier oben... Ja. Die waren aber früher... Nee, Freunde, nicht schlagen. Deswegen haben die schon eine zweite Waffe bekommen, den Speer, weil nämlich jetzt quasi mit Prim, die wir jetzt gleich dazu bekommen für die Gruppe, kriegt man noch eine zweite Person, die dann kämpfen kann. Und die brauchen natürlich auch eine Waffe. Logischerweise, ne? Wie soll es auch anders sein? Ja, mit den Fäusten wollte ich jetzt nicht loslegen. Nee. Früher konnte man das übrigens mit irgendwie einem Extension-Kabel für den Super NES auch zu dritt spielen. Da konnte man drei Controller anschließen. Und das ist schon ziemlich cool. Aber die Frage ist... Du hast ja noch keine Peitsche. Ja, die ist halt im Hexenwäldchen. Wo finden wir die denn jetzt hier, die junge Frau? Lauf mal... Nee, war mal aber jetzt zum Wassertempel, das bringt doch nichts. Hm. Das ist nicht richtig. Mann, das ist schon so lange her, dass man hier wirklich so ein bisschen sich erinnern konnte. Ich glaube, wir haben damals auch schon, wo wir das letzte Mal gespielt haben, genau an dieser Stelle ewig gebraucht. Ja, das kann durchaus sein. Ich habe ein Déjà-vu. Das ist gute Déjà-vu. Ja. Na, ich weiß halt nicht, wo sie sich versteckt hat, die gute Prim. Na, noch mal links lang. Na, da ist Ruffy. Na, vielleicht hängt sie da ab. Nee, die hängt nicht bei Ruffy. Oder musste man erst irgendwo pennen oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Komm, wir schlafen mal. Ja. Welcome to Neckos. Do you need anything? Ist nur so schön teuer da. 30 Gold ist in Ordnung, das kriegen wir jetzt hin. Komm, übernachten. Ja. Geiler Beat. Aber absolut. Und früher haben sich dann alle schön ins Bett gelegt. Should never have followed Elliot and Timothy. Who accidentally pulls out the mana sword anyway? Echt mal. Now the Elder's Wrath is the least of my worries. How am I going to survive in exile? When did my life become such a tragedy? You will be fine. Luca? Wait, where's your voice coming from? You should know better. I'm always there with you. Das gab's aber früher nicht. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Protecting me? Yes, I will protect the one the Mana Sword has chosen. Know that you have people on your side during your journey. Chosen? So, does that make me a hero? Like the legends? We shall see.
Hero has a nice ring to it. Well, a hero can't be seen with some rusty old blade like this one. I'll head to Dwarf Village first thing tomorrow. If it makes you happy, I'm glad you have a purpose. Lighten up, Luca. Things will work out. After all, I've got you watching my back. Ich finde es halt verwirrend, dass sie früher Aquaria hieß. Er nennt sie Luca und Rusolka heißt jetzt hier im Spiel. Ja, irgendwie. You don't disappoint. Ah ja, genau, das habe ich vermisst. Die legen sich nicht mehr alle schön ins Bett, wenn die da quasi zu dritt sind. Also man sieht hier quasi, man kann ein Dreierteam haben. Ne? Da schlafen die alle zu dritt. Die dritte Person finden wir dann später noch. So, auf zu neuen Taten. So, wir müssen jetzt trotzdem erstmal Prim finden. Vielleicht ist sie im Zwergendorf. Schließlich ist es auch unsere Aufgabe, ins Zwergendorf zu gehen. Na komm, dann gehen wir ins Zwergendorf. Weil vielleicht hängt da ja auch der Dulag ab. Nee, der Dulag, der ist, nee, ja, der wurde ja von der Hexe gefangen. Aber vielleicht geht sie da jetzt hin, um sich dann quasi eine Waffe zu holen. Naja, wir schauen mal. Dann eben. Hoho. So. Wir flitzen mal hier nach unten. Wir können erstmal die Gegner alle in Ruhe lassen. Wir brauchen die aktuell nicht bekämpfen. Haben ja schon ein bisschen was an XP gesammelt und vor allem auch ein bisschen Gold. Damit können wir uns dann auch tatsächlich dann mal demnächst, glaube ich, Rüstung kaufen oder sowas. Ich glaube, im Zwergendorf gibt es einen Schmied. Beziehungsweise ich weiß, dass es ein Schmied gibt, aber ich weiß nicht, ob der Rüstung verkauft. Aber vielleicht kann er wenigstens irgendwie eine bessere Waffe noch geben. Ich weiß aber, wie wir im Zwergendorf finden. Wen denn? Na, wen denn wohl? Das müsstest du eigentlich wissen. Im Zwergendorf? Ich überlege. Ich weiß es nicht mehr. Na, unser drittes Gruppenmitglied. Sind wir hier richtig? Das sieht nicht richtig aus. Einfach mal langlaufen. Ich würde einfach mal langlaufen. Weißt du, dafür ist halt die Minimap da. Wenn man halt die, nicht mehr klarkommt. Nee, die brauchen wir nicht. Nein, nein. Nee, wir sind hier gerade in irgendeinem... Oh, du bist vergiftet. Naja, ist okay. Na, jetzt pass aber ein bisschen auf. Die machen schon ordentlich Schaden hier, die komischen... Vielleicht mal ein Bonbon nehmen oder so? Nee, braucht nicht ein Bonbon. Nee, geh dann mal nicht zurück. Nee, warte doch mal kurz ab. Ich wollte noch mal kurz gucken, ob hier irgendwo ein Schild ist, wo man sieht, wo es hier hingeht. Aber hier geht es nirgendwo hin. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Ausgang ist. Heilig. Ja, Moment. Mann, ich muss doch mit den Bonbons haushalten. Ich kann da nicht einmal ja, eine naschen. Ja, aber wir finden noch ganz viele. Dann sehe ich aus wie eine Tonne und passe nicht mehr durch die Tür durch. Macht nix. Oder hier das Ding bricht zusammen. Also, weißt du, dann natsche ich über so eine komische Holzbrücke und dann war's das. Knirsch. Hier weg. Das ist wirklich Zufall, ne? Dass man so eine Sprungattacke macht. Wobei ich sagen muss, die komischen Wespen waren damals schon echt hart. Also wobei hart geht ja noch, aber ich meine, die haben halt damals auch schon vergiftet. Ja, die haben eine Menge Hitpoints. Vielleicht einfach mal auch durchrennen? Nö. Bei dem Pogo hast du ja gleich umgelegt hier. Na, der hat ja nicht viele Lebenspunkte. Der Sonnentau wurde kritisch getroffen. Ja, stimmt, die haben damals mit Stacheln geschossen. Geh mal weg hier. Geh mal, wo du wohnst. Ja, aber dann noch geht's ja. Ich schütze mal die Flügel. Also ich hoffe, wir sind richtig, ne? Es gab da irgend so eine Treppe oder sowas, wo man runter konnte ins Zwergendorf. Die sich dann geöffnet hat, oder wie? Ja, hinter so einem Wasserfall, glaube ich. Guck mal her, Freunde hier. Das war ja nichts. Drei Schaden, ey. Naja, weil ich halt bei 98% zugeschlagen habe. Das ist ja das, was ich letztens meinte, dass man halt wirklich aufpassen muss, dass man den Schlag 100% auflädt. Das macht man halt recht wenig Schaden. Man kann ja später dann noch die Schläge richtig aufladen, also nicht nur über 100%, sondern halt 200, 300%, je nachdem. Und je mehr man es auflädt, umso mehr Schaden macht man halt. Ich glaube, die Taste gedrückt halt. Ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt schon geht. Glaub nicht. Ich glaube, da... Doch, geht schon. Da, siehst du. Ah, okay. Ja, cool. Das Einzige ist nur, man kann dann halt nicht mehr schnell laufen. Ja.
Aber es ist halt super hilfreich, weil du dann die Mobs noch viel schneller umlegen kannst. Juhu, Kamikaze! Es macht natürlich dann mit einer gut aufgerüsteten Waffe deutlich mehr Schaden. Jetzt am Anfang lohnt sich das halt noch nicht so richtig, wenn man einfach dadurch zu langsam ist, aber man kann auf jeden Fall die Schläge aufladen. Das geht auch mit allen Waffen, also mit Bögen, mit Bumerang geht's halt auch und so ein Kram und... Du bist schon Stufe 5. Du levelst mir voll davon. Ja, später macht das keinen Unterschied mehr. Wahrscheinlich sind wir doch falsch. Nee. Doch nicht? Also wir sind auf jeden Fall Richtung Zwergendorf unterwegs. Ja, gut. Doppelkill. Teamkill. So, die Pilze lassen wir in Ruhe. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter gucken. Also die komischen Wespen oder so würde ich gerne mitnehmen, wenn sie welche haben, aber... Ja, aber den weil Rest, die geben den halt auch gut Geld. Ja. Aua. Aber du hast schon maximal 88 Hitpoints, das ist gar nicht so schlecht. Aha. Oh, guck mal, da haben wir ein Schild, da wissen wir gleich mehr. Mhm. So. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, wir sind jetzt hier aktuell... Das ist aber nicht das Zwergendorf, oder? Nee. Ne, es geht ja noch nach Norden, warte mal kurz. Pass mal auf. Wir gucken mal kurz. Geiersnebel, ist schon richtig. Und Kippo ist halt quasi im Prinzip das Dörfchen, wo wir gerade sind. Aber wir wollten ja zu Geiers Nabel oder Nebel oder wie auch immer es heißt. Nabel, Nebel. Der Nabel. Der Neibel. Der Nabel, der Neibel? Ja, du bist auch so ein Neibel. So, genau. Wir sind auf jeden Fall richtig. Das ist schon mal korrekt. Wenn wir Prim schon nicht finden, dann können wir die andere Person noch finden. Kann ich die eigentlich auch steuern? Ja, natürlich. Du naja, alles steuern. Hauptsache, ich bekomme auch ein Char. Und die Person ist total putzig. Ich fand die total knuffig damals. Ich erinnere mich dunkel. Ganz dunkel. Das passt perfekt zu dir. Das freche Gehör. So, was haben wir hier oben? Geisterwald. Na, wir sind wirklich richtig. Gehen wir zu den Zwergen oder gehen wir zum Geisterwald? Wir gehen jetzt in den Geisterwald. Wir gucken mal, ob wir Prim finden. Na, aber hallo. Guck mal, da ist ja noch wer. Der steht vorm Schild. Wo geht's denn hier lang? A witch lives up ahead in a haunted forest. Be careful. Some poor girl went in there alone. By now. Okay. Da passiert nichts. Aber wir sind auf der richtigen Fährte. Dann ist der andere Weg, den wir gefunden haben, ist der Ausgang. Der Ausgang dort, wo da, wo der Teleporter war, wo wir die Peitsche brauchen. Ach so, ja, ja. Deswegen, wir finden nämlich drin auch die Peitsche, glaube ich. Mhm. Und wenn du dich richtig erinnerst, haben wir da einen kleinen Boss drin. Bei dem du damals so hervorragend alle Schläge eingesammelt hast. Ach, naja. Irgendwas ist halt immer. So, pass mal auf. Das ist natürlich die Frage, ob die gleich... Oh Gott. Boah, ich erinnere mich noch. Das kenne ich wirklich noch. Die waren halt richtig ätzend hier. Da war da auch noch so ein Sumpf, ne? Aua. Weiter mal nach rechts läuft. Boah, Alter, Mann, der Schaden. Au, oh Gott, ey, pass auf, heil dich, heil dich. Alter, was machen die für Schaden? Heil dich. Oh mein Gott. Auweia. Okay, wir gehen erstmal die... Das ist eine ganz schlechte Idee. Boah. Wie wär's mit Rüstung? Thanks. Ich glaube, wir müssen erstmal, wir holen erstmal das andere. Ab ins Zwergendorf. Bisschen was zum Anziehen holen, ist ja gar keine Chance. Das hat echt wehgetan, vor allem, warum ist sie alleine reingerannt, sag mal? Achso, nee, ist wieder die Kanonenfritze hier, den bauen wir später. Das ist nämlich hier so das, naja, ich sag mal Reisebüro. Da kann man sich durch die Gegend schießen lassen. Genau, mit einer riesen Kanone, die Kanonenbrüder hier. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber... Alter, also das habe ich gelesen, dass die echt hardcore sind, die ja, Bogenschützen. So? Ja, weil die halt jetzt in alle Richtungen schießen können und zwar richtig schnell, hast du ja gesehen. Ja, dann schießen zwei auf einmal, hast ja null Chance. Deswegen, wie gesagt, brauchen wir noch ein anderes Gruppenmitglied. Damit Anni hochprofessionell hier auch mal mitmachen kann. Aber ich genieße auch das Zuschauen, so ist ja nicht, ne? Deswegen finde ich es auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass wir das Item-Limit auf 12 gesetzt haben. Kannst 12 Bonbons tragen. Ja. Oh, eine Truhe. Aha! Siehste, haben wir gleich noch einen bekommen. Ha!
Das Gute ist bei den Wespen, man sieht das immer, die fallen dann nur so auf den Boden und da kann man die problemlos schlagen. Sehr schön. Irgendwas. Ja, ich glaube, das sind die komischen. Naja, das sind die Wespen, die da unten schießen, aber die treffen natürlich hier nichts. Achso. Ging's denn hier runter? Du bist, glaube ich, einmal oben lang gelaufen. Nee, bin schon richtig. Alles korrekt. Muss hier runter. Ich finde das ganz gut, dass du den Weg vorgibst. Na, ich meine, ich könnte dich ja navigieren lassen, nee, aber das Problem ist ja, wir müssen dich überhaupt erstmal finden. Na komm, komm hier. Ins Gesicht. Jawollo, sehr schön. Ja, die Wespen gaben damals halt schon echt viel XP und auch Geld. Also es war gar nicht so schlecht, hier am Anfang zu farmen, dass man ein bisschen was sich leisten kann. Ja, von dort sind wir doch gekommen. Nee. Jetzt einmal im Kreis gelaufen. Nein. Summ, summ. Gott. Nee, stimmt. Das sieht einfach nur gleich aus. Jetzt die nächste Ebene quasi vom Wasserfall. Ja. Oh, das ging daneben. Boah, Freunde, jetzt ist aber gut hier. Nicht gleich alle. Drei. Einmal. Ja, aber immer noch besser als die Bogenschützen. Oh ja. Ah, guck mal. Eine ist schon weg. Aber da oben wartet auch schon wieder die nächste. Ja, das ist ja nicht das Problem. Eine Einzel ist ja kein Thema. Da ist der Eingang. Ach, da ist der Eingang, ja. Ist, glaube ich, auch eine Sache, halt am Anfang erstmal, das ist auch ein Eingang, sich dran zu gewöhnen, wie man denn hier auch gegen die Gegner kämpft. Ist ja gar nicht so einfach. Immer im Kreis drehen. Ich will mir überlegen. Warte mal kurz. Meinst du lieber rechts sein? Ja, aber ich glaube, das ist der Shortcut, den wir erst später freischalten können, wenn wir unten waren. Aua. Ich glaube, Raffi hängt hier auch schon wieder rum irgendwo. Ah, da. Können wir mal speichern, mein Lieber. Ja, genau. What a strange place to bump into each other. Maunst du irgendwas? Special deal for busy travelers. Na, wir wollen jetzt nichts kaufen. Wir wollen nur speichern. So, okay, dann gehen wir hier runter. Wir müssen nämlich erst einmal durch die ganzen Höhlen hier durch, damit wir zum Wergendorf, zum Zwergendorf kommen. Das Wergendorf, das gute Wergendorf. Das ist auch nicht schlecht. Wer kennt es nicht, das gute Wergendorf? Ja, eben. Die sehen so putzig aus irgendwie. Ja, aber die Fledermäuse, die halten, Mäuse, hm? Mäuse, ist genau das gleiche Problem wie heute. Die halten richtig was aus. Aber die sehen wirklich putzig aus. Oh, guck mal, da schläft wer. Die fand ich damals ätzend, die Schleime hier. Ja, aber wer schläft denn da? Oh, oh. Der wollte mich schlagen mit der Axalo, ey. Der Schleim sieht lustig aus. Der sieht aus wie dieser Spielschleim, den es in den 90ern gab. Ja, das Schlimme ist bei den Schleimviechern, die vermehren sich. Wenn du die kaputt schlägst, dann musst du die halt dann rechtzeitig kaputt hauen mit schweren Angriffen. Wie so ziemlich jeder Schleim in irgendeinem. Irgendwie schon, ne? Irgendeinem Rollenspiel oder Action. Ja, verfehlt, ja, leck mich doch am Fuß hier. Naja, guck mal, der liegt ja schon. Na komm. Juhu, 14 Schaden. Na, da ist er. Ach, guck mal. Vielleicht wurde das ja auch gepatcht, ne? Also, beziehungsweise entfernt ist ja kein Patch. Vielleicht wurde es etwas entschärft, das Thema. Boah, schön erwischt hier, Goblin. Das sind aber niedliche Goblins. Verglichen mit anderen Spielen. Ja, die Knochen sind aber besser. Bam. Oh. Ins Gesicht. Die haben so große Augen, ey. Oh, hier so große Augen, sag mal. Ja, und so spitze Zähne. Aber die können ja irgendwie nichts. Ja, die kommen ja auch zu nichts, weil ich ja ganz auf den Boden prügel. Prügel den Porsche zu Boden. Aber auch die geben gut Geld. So, komm schon, Freundchen. Jawoll. Stufe 6. Ich glaube, wenn die so auf den Bauch fallen, dann sind die tot. Hm. Weil vorher fallen die ganze Zeit auf den Ohren. Hallo. Oh mein Gott, was ist da los? Ah. Ballonstufe 0. Oh, du bist Randy ist weggetreten. Ja, läuft. Na super. Wer war das? Zaubert er irgendwer? Oder ja, die Flattermaus war das, ja. Ja.
Genau, erstmal die. Dieses Schnarchen ist unglaublich. Ach, hör doch auf hier, Ballon. Völlig weggetreten. Immer nur am Pause machen. Na, hallo, komm. Aber die schlagen aber auch nicht, ne? Nee, gar nicht. Immer noch nicht tot. Jetzt. Ich glaube, man muss hier einen Boss töten, damit die Lava dann weggeht. Uff. Sind wir überhaupt schon so weit? Mhm. Nach so vielen Jahren darf das Gedächtnis mal nachlassen. Ja, aber bitte. Das ist schon wirklich lange her, dass wir es gespielt haben. Ja, wir haben es ja auch nicht durchgespielt damals. Na, ich hab's schon mehrmals durchgespielt. Ja, du hast es durchgespielt. Wir haben damals, also wir haben schon weit gespielt, aber irgendwann haben wir nicht mehr weitergespielt. Na, wir zu zweit haben wir noch nicht durchgespielt, das ist richtig. Nee, eben, das meinte ich ja. Ja, du alleine hast das schon durchgespielt. Wir waren auf jeden Fall hinter 4 Jahreszeiten weit damals und also ein Kram. Der war wirklich hübsch. Freu mich ja schon drauf. Weiter. So viele Goblins. So viele tote Goblins. Mhm. Ja, dass er auch nicht angreift. Das wundert mich ein bisschen. Ja, er kommt halt nicht dazu, er ist zu langsam. Das ist ein Schalter. Vorne, ja, wollte schon sagen. Der gute Totenkopfschalter. Die sehen aus, ey. Hab ich gerade den. Ich glaube, ich habe gerade den Schalter versehen schon geschlagen. Ja, ich glaube. Ja. Ist nämlich auf jeden Fall irgendwas mit der Lava passiert unten. Irgendwas ist auch aufgetaucht. Oh, gleich hier vorm Tor, ne? Jetzt geht das mal mit den Kritz. Ja, ja, die Lava ist weg. Boah, die hat mich geschlagen. Also, kommen wir da hin. Oh. So, da sind übrigens Spitzen in der Mitte, die man erkennt, die kann man später mit der Axt wegschlagen. Mach sie platt. Im Doppel. Oh. Jetzt. Kaputt. Jetzt können wir weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es lang geht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo hier runter. Nee, ich glaube hier rechts dann runter. Da. Hm? Oh, oh, hallo? Mein Gott, hallo, Freunde. So geil, wie die einfach mal da rumstehen, ne? Also, perfekte Wachen. Ich muss sagen, das verstört mich, dass der da oben so ein Loch hat, der Pilz. Ja. Sieht nicht gesund aus. Nee, irgendwie nicht. Oh, sehr schön. Goblin kritisch getroffen. Du gehst mal weg hier. Oh, das ist wieder so ein Schleim. Nee. Oh. Aber die sehen eigentlich auch ganz lustig aus, die Schleime. Das sieht alles lustig aus hier. Mensch, Geld. Später gibt es übrigens noch Fallen in den Kisten. Hey, so viel Kohle, wir sind eine reiche Partie. Ich, nicht wir. Ich. Hier. Das zählt auch für mich schon mit. Die wird geteilt. Du gibst alles aus für Bonbons, Schokolade und Honig und lecker, so Kram. Oh ja, es werden immer mehr hier. Okay, hallo, also es geht tatsächlich immer noch. Verfehlt. Besonders, weil man die ab und zu mal so gut trifft. Na ja. Lauf einfach weiter. Lauf. Oh. Da ist bestimmt was ganz Besonderes drin. Das ist schon eine Originalkiste. Die schon von Haus aus hier steht. So, komm. Plopp. Auf jeden Fall ist er auch auf den Bauch gefallen, gerade eben. Naja, die, wenn die... Nein. Na super. Magisches Seil. Ah, damit ja, kommt man dann irgendwo hin, richtig? Mhm. Alles klar. Wobei ich mir nicht sicher bin. Wir gucken gleich mal nach, was magisches Seil ist. Ja, das auf jeden Fall. Guck mal nach. Magisches Seil macht was? Ich weiß nicht, wähl's doch mal aus. Ach, nein, wir kommen raus aus der Höhle. Ach, ein Fluchtseil quasi. Ach, Gott. Ach, huch, naja. Irgendwas ist ja immer. Ja, irgendwas immer, genau. Naja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, dass wir mal den Weg wieder nach oben. Ja, ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal hier nicht einfach aus der Höhle teleportieren oder zumindest eine Ebene nach oben und dann tatsächlich Prim finden. Mhm, das genau. Ist wirklich ein To-Do. Das dauert. Aber so ist es halt. Ich hoffe, euch hat es heute auch wieder gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja,
Macht euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Jo, tschüss.